Hi Leute, willkommen zurück hier auf SimJay mit der neuen Folge Let's Play SnowRunner. Ihr habt natürlich nichts verpasst, wir stehen hier noch schön im Sonnenuntergang und waren hier in der Tankstelle drin, haben uns jetzt mal mit Nahrung und Kaffee versorgt und sind schon auf der Jagd nach dem nächsten Auftrag. Verlorene Säcke. Den muss ich erst noch scharf schalten, da. Ne, habe ich schon scharf geschalten. Der kommt mir bekannt vor. Verlorene Säcke, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Trackerretter. Bedrohlicher Unfall. Logistikzentrum. Ist da noch was zu tun oder nicht? Hungrige Arbeiter, wie wär's, wenn wir uns mal... Ja... Schauen wir uns doch mal den bedrohlichen... Was ist das? Achso. Ne, schauen wir uns mal hier den bedrohlichen Unfall an. Motor an, Handbremse aus. Erster Gang rein und ab geht er. Moment. Sollen wir wirklich bei diesen Bedingungen fahren? Also es dämmert ja schon ganz schön. Und ich habe euch ja im letzten Video gesagt, ich habe eigentlich nicht so Bock drauf, nachts durch die Gegend hier zu ballern. So, jetzt habe ich mir natürlich die beste Straße hier ausgesucht. Boah, ist das ein krasser roter Sonnenuntergang hier. Das sieht da richtig geil aus. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es, als ich das letzte Mal vor ein paar Monaten gespielt habe, schon so geil aussah. Aber wie gesagt, da wurde ja auch einiges noch reingepatcht. Und ich denke mal, da kommen auch noch immer noch neue Sachen mit dazu. Ich finde auf jeden Fall gut, dass sie da jetzt so ein komplexes Spiel draus gemacht haben, wo auch bei dem jetzt auch mehr Wert drauf gelegt wird, so richtig einen Job auszuüben. Also gut, ich meine, bei Spin Tires und Mud Runner hat man ja im Prinzip auch einen Job ausgeübt. Man war halt Ruski-Tracker und hat halt Baumstämme im tiefsten russischen Urwald, wenn man es so nennen möchte, hin und her gefahren. Also nicht falsch verstehen. Wie gesagt, Spin Tires und Mud Runner und Mud Runner USA und was es da alles gibt, werden wir auch noch alles spielen. Oh fuck, das ist hier kein guter Weg. Oder... Oh, aber gar nicht gut, ey. Der säuft mir doch bestimmt hier gleich voll weg. So, nicht den Motor heiß laufen lassen. Ja, hat er doch gut gemacht. Also mit dem Truck, ich bin eigentlich schon zufrieden, aber ich meine, was man hier alles noch upgraden kann, wie fucking viele Sachen es gibt. Und ich habe halt das Gefühl, ich habe schon voll die schweren Missionen gemacht, also für so einen Noob wie mich schwer. Die Pros hier unter euch, die werden wahrscheinlich darüber lachen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich krieg dann mal ein bisschen mehr Reward. Oh, was ist das? Ja, in diesem Sonnenuntergang sehe ich das hier nicht so richtig. Okay, hier ist fast kein Durchkommen. Ah, da kämpft er sich raus, dank Differentialsperre und Allradantrieb. So, dann switchen wir hier wieder zurück, allerdings glaube ich, hier vorne haben wir genau dasselbe Problem wieder. Naja, warten wir es mal ab. Wo habe ich hier gerade ein bisschen die Orientierung verloren? Ist das die Möglichkeit? Oh, nee, passt eigentlich. Wir sind noch auf dem Weg, okay. Ist nur ein Scheißweg, aber wir sind auf dem Weg. Fahren wir lieber da hinten rum.
Ich denke, da sind unsere Chancen größer. Oh, hier natürlich auf das Schild aufpassen. Ist das hier überhaupt der Weg da unten? Mann, wo fahre ich denn da lang? Nein, das ist der falsche Weg. Eieiei, was mache ich denn, hey? Also doch volle Kanne hier lang durchs Wasser. Ob das gut geht, Leute. Na, Nummer 1 ging ganz gut. So, bis ich bei dem Kunden bin, habe ich aber schon voll den Kraftstoff verblasen. Ja, ich war an der Tankstelle und habe alles gemacht, nur nicht getankt. Echt brain. Richtig schlecht. Aber gut. So, den anderen LKW, wo hatte ich den denn hingestellt? Das war auf der anderen Map, richtig? Erinnert ihr euch an die erste Folge? Da haben wir doch nachgesehen. Das müsste auf der anderen Map gewesen sein. Ich überlege gerade, dass ich den vielleicht mit ein bisschen Kraftstoff zu diesem Truck dann schicke, aber alles umständlich. Eieiei. So, es geht weiter. Ja, die Sonne macht sich jetzt langsam aus dem Staub. Oh, 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 und hier müssen wir jetzt auch nochmal durch. Ah, so, die Lichter gehen an, aber jetzt sind wir gleich am Ziel. Hier kenne ich mich ein bisschen aus. Oh, dieses Lenkrad, hey, das ist so ein bisschen annoying, weil es halt so unrealistisch und unnatürlich rüberkommt. Also die Lenkbewegung. Aber ach, was soll's. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. So, guten Tag. Sie hatten angerufen. Was kann ich für Sie tun? Ist die ganze Stadt verrückt geworden? Ein Fahrer hat es tatsächlich geschafft, eine ganze Kraftstofflieferung im Fluss zu versenken. Ich habe ihn gefeuert, aber es sind immer noch Fässer im Wasser, die raus müssen. Zeig mal her. Das gucken wir uns an. Bedrohlicher Unfall, oder? Oh. Oh, das sind auch noch 4 Stück. Oh, das ist doch... Das meine ich halt. Das ist so richtig... Und dann noch dahin liefern. Das ist so... Okay, den... Naja, was sein muss, muss sein. Ich war YouTube. Was sein muss, muss sein. So, Zeit überspringen, zack. Nein, nochmal Zeit überspringen, zack. So. Das ist... Schöner Morgen hier, wir haben hier schön die Nacht verbracht. Oder vielmehr sind wir sogar noch am Dösen, wenn ihr mal hier ins Führerhaus reinguckt. Ganz professionell haben wir über Nacht den Motor laufen lassen. Ah, es war kalt draußen, was erwartet ihr? So, da bin ich immer gespannt, ob ich die Ölfässer mit dem Ladekran nehmen kann oder sogar auch nehmen muss. Oder wie das jetzt aus, wie das läuft. Boah, krass, da hinten bin ich auch noch nie lang gefahren über die Brücke. Sieht auf jeden Fall impressive aus. So, und dann fahren wir jetzt mal hier lang. Da wäre doch mal eine Überlegung, einen Anhänger mitzunehmen. Wenn ich auf dem Motorwagen 2 Fässer mache und auf den Anhänger, aber warten wir es erstmal ab, wie das hier jetzt genau in der Praxis läuft. Da habe ich nämlich echt keine Ahnung. So, schön langsam jetzt. Ja, genau, schön langsam.
Einfach rollen lassen, Leute. So, da ist schon ein Warnschild. Okay, das Wasser ist nicht ungefährlich, das glaube ich gerne. So, dann müssen wir wahrscheinlich die gute Ladung hier voll aus dem Wasser ziehen. Natürlich ist es zu weit weg. Ja, perfekt. Aha, da hinten hätte ich langfahren müssen, ja. Toll, toll. Egal jetzt, Leute. Wir probieren es mal. So, hier kann ich den doch bestimmt schon greifen. Und immer noch nicht. Ja, und es geht hier schon nichts mehr nach vorne. Und auch nicht mehr zurück, oder? Ach, frustrierend. Dann hätte ich also quasi von der Seite anfahren müssen. Wie blöd, hey. Was ist denn das hier eigentlich? Och, naja, naja. Schade. Hätte ja auch klappen können. Na, da werden wir uns wohl nicht langziehen können. Doch. Ein bisschen. Ja, komm, versenk die Kiste schön hier im Fluss. Ach, hier nach rechts. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Nee, da geht nichts mehr. Oh Mann, hey. Als ob ich hier die Handbremse angezogen hätte. Ups, sorry. Sorry, guys. So, und jetzt kriege ich dich jetzt gegriffen? Nö. Sag mal, muss ich... Ach so, das muss ich hier aufladen, oder wie? Ach, keine Ahnung. Ich bin halt echt voll der Noob in dem Spiel, sorry. Kann ich die nicht rausziehen? Ich probier's mal. Haken aktivieren. Kranmodus. So, und dann zeigen wir mal, was wir hier gelernt haben. Oh ja, jetzt kann ich ihn greifen. Also, ach so, deswegen. Ich hätte ihn mit der Winde auch gar nicht bekommen. Ja, aber warte mal ab, da kippt mir jetzt gleich der Kran um, hey. Wie geht hoch nochmal? Ja, komm, also physikalisch gesehen müsste der jetzt eigentlich ganz gerade hier lang kommen. Ganz genau so nämlich. Krass, und jetzt haben wir das gute Stück. Ey, da hätte ich auch gar nicht so weit hier reinfahren müssen. Ups, ja, was war denn das schon wieder gerade? Okay, also ein Ölfass hier drauf. Vielleicht. Wenn das Game nicht zu retarded mit mir ist.
Dreh dich schön gerade, Alter. Er kann halt... Oh, stell dich doch mal hier gerade rein. Ja, ganz genau so. Genau so. So, jetzt haben wir zumindest schon mal einen. Jetzt, wie war das hier? Verlassen? Fracht verladen, Achtung. Zack. Oh. Kran wiederherstellen. Gut. Und dann müssen wir jetzt nur noch wieder rauskommen. Ha. Nur noch wieder rauskommen. Das wird spaßig. Wow. Klappt sogar so ein bisschen. Ja, und da komme ich jetzt nicht hin. Naja, gut. Oh, und wir haben nicht mal das Sperrdifferenzial drin. Das klappt schon so gut. Okay, so. Also, dann machen wir kurz einen Plan. Wir fahren... Wo kommt das hin? Die Tankstelle hier bekommt das. Das ist schon ein Weg. Nee, also da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Wir fahren jetzt tatsächlich voll hier außen rum und dann wird erstmal getankt. Warum hat er das hinten auf der Ladefläche verladen, nicht vorne an die Stirnwand? Das ist eigentlich voll schlecht. Also schlechter könnte man es gar nicht verladen. Erstmal ist es schwer, das Liquid. Und zweitens ist es hinter den Achsen, also überhaupt nicht da, wo der Schwerpunkt sein sollte. Naja, egal. Hier draußen hört uns keiner schreien. Die Polizei, die kommt auch nur ganz selten vorbei, also alles kein Problem. Jetzt müssen wir hier nur noch diesen Gebirgspass wieder hochkommen, ohne größere Pläsuren. Und der Treibstoff, der Kraftstoff darf uns natürlich auch nicht ausgehen, aber der reicht. Und bei der Tankstelle wird dann, jo, erstmal getankt. Ich hoffe, vom Sound und so passt das alles. Mann, ist das eine Tortur, hier hochzufahren mit der schweren Kiste. Plus Ladung. Ja, komm Timmy, jetzt hängst du hier so ein bisschen. Das schaffst du schon. Ja, ja, noch ein Stück. Ah, sag ich doch, schaffst du. So, jetzt hier Extremo Aufpassing. Gut. Ha, ich hoffe, ich schlag mich einigermaßen gut. Der Kran ist schon cool mit dem Ladekran. So, da vorne ist die Straße. Da auf der Straße werde ich mich dann etwas sicherer fühlen. Dann haue ich die Automatik wieder rein. Da können wir ein bisschen cruisen. Ich überlege gerade, wir könnten eigentlich den Anhänger mitnehmen, um dem Ganzen so einen richtigen Action-Flair zu verpassen. Wir kommen ja an unserem Hof vorbei, da könnte ich ja dann
den Anhänger mitnehmen, wobei ich glaube, der war für Holz, der Anhänger. Muss ich mal gucken. Ob wir nicht noch irgendwo einen Anhänger haben. Warte mal kurz. Da steht ein Anhänger. Pritschenauflieger, ja, es ist ein Anhänger, aber der würde gehen. Und hier oben steht doch auch ein Anhänger. Pritschenauflieger, also auch ein Anhänger. Das müssen die mal richtig übersetzen. Das sind keine Auflieger. Oh, ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen Cappuccino nehmen. Ihr verzeiht es mir sicher. Also da in der Farm ist auch einer, aber da traue ich mich jetzt noch nicht lang zu fahren. Da ist alles so brutal vermatscht und mit der Ladung ist es sogar noch schwerer. Da muss ich mal in Ruhe lang fahren und den rausholen da aus dem Bauernhof. Guck mal, hier die Haupteinfahrt zum Bauernhof. Guck mal, wie das hier aussieht. Das sollte eigentlich mal eine Straße sein. Das ist komplett am Arsch. Also SOS USA. So, hier nicht zu schnell. Wir rutschen schon in die Fahrrille und wieder raus. Das ist nicht gut. Zu viel Speed. Sollten wir auch nicht machen, aber die gute Nachricht ist, hier könnte ich Speed geben. Das ist ein gutes Zeichen, also da drohen wir jetzt im Moment nicht einzusacken. Ah, den Wegpunkt habe ich ja schön hier gesetzt, direkt neben der Straße. So, hier geht's hoch. Noch ein Stückchen. Oh, hier ist auch alles voll mit den Steinen. Nicht gut für die armen Reifen. So, und hier ist unser Hof. Da fahren wir jetzt mal kurz rein und nehmen den Anhänger mit, den ich da schon so schön hingestellt habe. Deswegen muss ich auch mal die ganzen anderen Anhänger einsammeln, die überall verteilt stehen. Da müsste doch eigentlich locker, da müssten doch eigentlich locker Ölfässer draufgehen. So, da stehe ich doch fast schon zu nah dran, oder? Anhänger ankoppeln. Boom. Gut. So. Und wir fahren weiter. Yeah, yeah. So, das Stoppschild missachte ich jetzt einfach mal ganz geil. Und ja, wo fahren wir jetzt lang? Hier rechts. Ah, ja, das ist auch nicht optimal. Der hat da kaum Spielraum, wenn der die Kurve hart nimmt, weil der die Pritsche weiter hinten ist, dadurch, dass der Ladekran vorne ist. Da muss man etwas aufpassen. So, das war die Kameracam. Funktion. Ups, was war jetzt das? So, wieder mit etwas Schwung durch die Pfütze da vorne. Nicht zu viel, ein bisschen vom Gas. Oh, da haben wir einen Stein etwas ungünstig erwischt. Die Feder hat sich bedankt. So, hier scheint auch keiner zu kommen. Und, oh Wunder, es regnet schon wieder. So, jetzt mal gucken, wenn ich hier hart einschlage. Ja, guck mal hier. Ah, es passt gerade so, aber eben irgendwann wird es hier mal leicht dran donnern. Macht aber auch nichts. Ein bisschen kratzt es und dann ist gut. Es schleift sich ein. So, wir müssen unbedingt tanken. Und dann überlege ich mal, dann könnte ich drei eigentlich in einer Tour klar machen.
Boah, jetzt ist die Frage, muss ich den da auch mit dem Kran abladen? Boah, ach so, rückwärts ist so, wenn die Automatik drin ist. Ach ja, alles gewöhnungsbedürftig so. Komm, wir machen mal den Rangiergang rein. So, schön da die Hecke abgenutzt, okay. Dann stellen wir den hier so lange ab. Bis gleich. Warum ist hier so ein Symbol? Was soll das? Kann ich da nachher ja noch was abladen? Eins entladen, bleiben noch drei. So, jetzt erstmal schön tanken. Tankstelle. Okay. So, wir könnten. Puh. Wir könnten jetzt. Was sind das für komische Wegpunkte hier? Genau, hier wieder lang. Quasi bis nach hier und dann da mal runterfahren. Und dann bis nach hier hin und dann hier so die Tour zurück machen. Oh, was für eine Monsteraufgabe. Auf geht's, Leute. So. Ah, jetzt stehe ich natürlich in der falschen Richtung da. Das wird was, ich sag's euch. Zack. So, wo drehen wir hier am besten? Am besten hier. Na ja, realistisch ist anders, lieber Drehschemel-Anhänger, aber ist okay. Das Problem hatte Pure Farming auch schon mit den Drehschirmenanhängern, die, wenn die auf manchen Ebenen standen oder in manche Ebenen gekommen sind, von irgendeinem matschigen Platz in einen anderen Platz, der halt fest ist oder so, dann haben die plötzlich nicht mehr richtig gelenkt irgendwie, haben die dann nicht gecheckt, dass die jetzt zwischen zwei Ebenen sind und waren dann irgendwie so auf Default Steering gerade zurückgesetzt, was weiß ich, wie ich es erklären soll. Und das Problem hat er hier auch so ein bisschen, aber es geht schon
Ich glaube zumindest deutlich besser als bei Pure Farming. Pure Farming habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr gespielt. Will ich aber vielleicht auch irgendwann mal wieder antesten. Ich habe das... Also schlecht fand ich es eigentlich nicht. Ich hatte halt nur nie Zeit, groß zu spielen und war damals noch beim Farming Simulator 17 voll aktiv und ja. Ich finde es halt jetzt schade, dass die es nicht mehr supporten und auch nicht ein neues Pure Farming ankündigen, wobei ich irgendwie im Gefühl habe, die arbeiten an einem neuen Pure Farming. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie halt Pure, das erste oder das einzige Pure Farming, was es bis jetzt gibt, wenn die das einfach weiter supporten und ausbauen. Auf der anderen Seite, ich würde mich auch super über eine Ankündigung freuen, Pure Farming 2021 oder sowas, weil ich fand es mutig und auch gut, dass die das gemacht haben. Und ich denke, die haben auch viele Sachen ganz gut gemacht. Nur sind sie halt nicht richtig dran geblieben. Aber ist vielleicht auch als kommerzielle Firma nicht leicht, wenn du mit einem Produkt, Spiel in dem Fall, kein Geld mehr verdienst. Wie willst du dann noch weiter das Ganze supporten? Du musst die Leute ja bezahlen. Ich denke mal, wenn man in einem kleinen Hobby-Team arbeitet und so das alles als Indie-Titel rausbringt, dann ist es vielleicht manchmal leichter. So, wir müssen wieder durch die matschige Grube hier. Mal sehen, ob das einigermaßen gut klappt, so wie eben vorhin. Hier nicht zu spitz fahren, wir wollen weder den LKW noch den Anhänger umschmeißen. So, und immer schön auf dem Gas bleiben, damit da kein Wasser reinkommt. Ich meine, wir haben schon den Schnorchel da, aber ihr habt es ja gerade gesehen, trotzdem wurde es etwas gefährlich. Jetzt vielleicht mal kurz in den ersten Gang wechseln, vielleicht noch das Differential mit raus einpacken. Ja, mit dem Anhänger ist es natürlich schwerer. So, unser Spritverbrauch ist noch okay. Da muss ich natürlich auch ein Auge drauf haben. Okay, geht soweit. So, da können wir wieder auf den Automatik wechseln. Da vorne müssen wir uns hier auch durch den Schlamm kämpfen. Das war auch noch ein bisschen ungeil. Ja, hier vorne, man sieht schon die Spuren von uns von vorhin. Ja, vielleicht wenn ich hier ein bisschen mit Gewalt nach rechts einlenke und das Grüne da, die grüne Fläche da noch mitnehme und jetzt aggressiv nach links rüberziehe. Ja, ich rede etwas leiser, weil ich habe Fenster und Türen auf zum Lüften. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Nachbarn zu sehr mit meinem Let's Play-Gelaber nerven, aber ich denke, das passt schon mit der Soundmischung im Spiel. Das sollte schon gehen. Ich würde sagen, wenn wir beim nächsten Ölfass sind, machen wir ohnehin mal einen kleinen Cut rein. Und dann haben wir schon... Ist das schon die dritte Folge sogar? Dann haben wir schon drei Folgen im Kasten, oder? Wow. Crazy. Oder ist es die zweite noch? Boah. Ich weiß gerade gar nicht. Moment mal, Leute. Ja, okay. So, jetzt hier ganz langsam. Oh. Oh. Also, wenn wir da jetzt stecken bleiben, wird es kein Entkommen mehr. Wirklich ganz langsam, ich drehe schon hart auf die Bremse. Hier, ich bin voll auf der Bremse. Aber immer mal ein bisschen lockern, bis Stotterbremsen. Muss schon sein, sonst blockieren die Reifen viel zu krass. Und man rutscht einfach nur noch fast komplett. Ups. Fast komplett. Oh, was mache ich denn? Fast komplett ohne Kontrolle darunter. So, oh, hoffentlich kommen wir da durch. Oh, da habe ich voll den falschen Gang drin. Oh,
und nichts zum Ziehen. Warte mal, Jungs. Bevor ich mich hier komplett festfahre. Okay, da auf den Rocks geht's wieder nach vorne. Ja. Ja, ich muss sagen, also die Grafik hat mir schon auch bei Release gut gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde. Oder haben die durch Updates die Grafik nochmal ein Stück verbessert, weil diese Rocks und so, diese Texturen, wie klar das jetzt rüberkommt und auch das Wasser, wie das da durchläuft. Klar, das war schon irgendwie so, aber irgendwie kommt es mir nochmal krasser vor. Ich muss mir mal die neuen Release Notes etc. durchlesen. Okay, hier bei den Rocks. So. Aufpassen, dass wir uns da nicht selber auf so einen krassen Felsen hochhebeln. Und auch jetzt hier, die Reifen waren nass und jetzt klebt da der Dreck und der Sand langsam dran. Sieht einfach schön aus. Okay, so jetzt Brain benutzen. Den Anhänger brauchen wir jetzt hier nicht. So, dann stellen wir den mal hier ab. Aber halt auch so, dass ich ihn wieder gut nehmen kann. Ja, da kann er stehen bleiben. Von mir aus. Tschüss, bis nachher. So, und dasselbe Spiel. Kran raus. Fässer rein. Aber das sehen wir dann, na, in der nächsten Folge. Ganz genau. So, hier stellen wir uns... ja, vorwärts rein, dann können wir mit der Doppelachse rückwärts wieder ganz gut raus. So, hier, stopp. Alles klar, YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier auf SimJay mit Let's Play SnowRunner. Wenn es euch gefallen hat, kommentieren, liken, abonnieren. Bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Ciao.